Ich würde aber erstmal sagen, das reicht hier mit dem Kaffee. Das wäre jetzt schön gewesen. Wir könnten es aber auch erstmal reduzieren. Und bauen nur eine. Und bauen den daneben. Lassen wir es erstmal so stehen. Wie sieht es mit Holz aus? Holz ist gerade schlecht. Warte, hier hat sich gerade geklärt. Hier, mach mal. Muss kein Meisterwerk werden. Du könntest du von hier Holz mitbringen. Haben wir hier noch, Golderz? Wie viel ist denn hier so? Hab ich schon wieder übersehen? Ja, das war weiter oben. Ja. Gut, dann lassen wir das. Hier nehmen wir Tabak, Dings mit. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Noch eine zweite Route einstellen. Kriegen wir hin. Du bist schon da, oder? Sehr gut. Ganz entspannt. Also ich will auf jeden Fall jetzt noch die Rumabteilung hier reinkriegen. Dazu müssen wir uns die Steine holen. Die fahren wir nicht nach Hause nach Capitaloni. Die produzieren sich da von selber nach. Von hier holen wir jetzt die Steine, die bringen wir alle rüber. In die neue Welt. Tucker, 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 tucker. Neue Befehle? Eile, 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 eile. Und alles mit dem Siegel bup, 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 bup. Gibt's vielleicht noch ein Item, was wir mitnehmen könnten? Das bringt nichts, das bringt nichts, das bringt nichts, das bringt nichts. Wir haben jetzt Geld. Bringt auch nichts. Ja, komm. Jetzt sind wir schnell unterwegs. 50% Frachtverlangsamung weniger. Njau. Darf ich jetzt? Ja, jetzt können wir hier bauen. Neue Befehle? Hast du es gefunden oder ist es verschwunden? Er scheint verschwunden zu sein. Oder ist dran vorbeigefahren? Sind unterwegs. Keine Ahnung, fahr mal hier ein bisschen. Du hast ja weiße Flagge, dir kann ja nichts passieren. Mission machen wir heute erstmal nicht. Gut, dann bauen wir jetzt hier meinen Hafen. Es dauert alles ein bisschen, aber der Hafen sieht schick aus. Ich finde, das ist, ich finde das so von der Form her sieht das toll aus. Ein bisschen wenig Verteidigungstürme, glaube ich. Ein bisschen. Ich möchte ja ganz gerne noch eine dicke Bärte haben. Bauen wir die hinten noch mit ein? Die Frage ist, wo passt die hin, die dicke Bertha? Die kostet auch ganz schön viel, aber dafür hol die auch rein. Hier, die könnte da passen irgendwo. Wollen wir da wirklich eins für aufgeben, damit wir die dicke Bertha? Die dicke Bertha. Lassen Sie Ihre Kiste bitte nicht unbewacht, Sir. Wie lange ist das Ding? 6, ne? Ich sehe das so schlecht. Also wir brauchen noch einen mehr. Dann müssten wir die einfach nur hochklappen. Wenn wir das so stehen... Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig, das so reinzukriegen. Die Frage ist jetzt, ob das hier einen Unterschied macht. Und wieder reißen wir die Hälfte ab. Oh ja. Dadurch können wir enorm viel Platz rausholen. Die Frage ist, wie viel und vor allen Dingen, wo wollen wir das Ding jetzt hinstellen? Eine dicke Bärte hätte ich gern. Das heißt... Die Teile könnten hier stehen bleiben. Wäre also kein Problem. Aber was hinten hinkommt, ist noch nicht sicher. Hier direkt hin? Ja, ne? Wir könnten auch den weiter, aber nee, das wird es nicht bringen, oder? Hm.
Nee, das reicht dann nicht, das reicht dann nicht. Na, 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 na. Allerdings wäre jetzt hier hinten den Viererplatz frei. Da wäre jetzt natürlich die Frage, ob das vielleicht mehr Sinn machen würde, den jetzt hier hinzusetzen. Aber wir hätten jetzt 1, 2, 3, 4, 5 drin, ne? Mit dem Konto. Und hier hätten wir auch 1, 2, 3, 4, 5 eventuell. Ja, dann. Dann ist auch egal. Dann reißen wir den nochmal ab. Vielleicht können wir den sogar noch weiter rüber schicken, dass wir die Haubitze darüber kriegen. Aber nur. Was zuerst, was zuerst, was zuerst? Passt es? Nein, passt nicht. Dann müsste hier ein Öl haben, dann passt es. Somit würde die lange Gerade hier hinten bleiben, es würde sich nichts verändern. Und jetzt haben wir wieder Tetris gespielt ohne Ende. Mist, jetzt würde das hier passen. Der würde da hinkommen. Der kann dann sogar noch einen näher ran. Muss ja immer erstmal gucken, wie viel Maximalplatz man hat. Dann sollte das doch auch passen, jawohl. Sehr gut. Die Lücke müssen wir dann schließen. Dann kommt der hier hin. Und der Rest kommt direkt daneben an. Passt das jetzt? Nein, das passt dann nicht, oder? Nein, das passt dann nicht ganz. Aber keine Panik auf der Titanic. So. So lange hier umhergemodelt, bis es funktioniert. Jetzt stellen wir hier nochmal einen Mindestbestand von 500 rein, damit uns die Dinger hier nicht leer laufen. Das wäre nämlich ärgerlich, wenn das so wäre. Und dann ist die Hafenanlage fertig. Jetzt, wie viel brauchen wir denn noch? 10 Steine. Gut, die warten wir hier noch ab, damit das Ding wieder steht. Weil ob wir das nur so zu stehen haben und da 5 drin haben oder so, ist dann auch egal. Kommen wir mal hin her. Klicker Heroes. Bautz. Bautz. Sehr schön. Dicke Bertha, die brauchen noch ein bisschen. Dafür brauche ich jede Menge Steine, die ich nicht habe. Was für eine Hafenanlage. Wow. Mit einer dicken Bertha. Das ist aber schön. Gut. Heute wollte ich nicht ganz so lange machen. Ich muss das alles noch hochladen. Ich habe morgen so wenig Zeit. Du kannst von drüben Holz holen. Kaffee produziert sich erstmal von alleine. Die Frage ist jetzt, wie viel kriegen wir jetzt hier noch rein? Komm, so viel haben wir. Sehr gut. Viel Spaß. Die Ecke lassen wir erstmal noch frei, weil wir noch nicht genau wissen, wie viel da jetzt letztendlich noch hinkommt. Außerdem muss bei Gelegenheit hier noch eine Feuerwehr stehen. Das heißt, die muss auch noch mit eingeplant werden und da steht erstmal alles nur provisorisch da. Hauptsache es steht. Und damit funktioniert's. Jetzt überlege ich natürlich, ob die Rumbrennerei hier natürlich daneben baue, weil es wäre sinnvoll, es würde passen. Und die Frage ist, nun ja, wenn wir das so bauen, können wir das gleich wieder abreißen. Wie schön. Junge, ein Verschleiß dabei. Jetzt müssen wir nämlich hier die Runde rumbauen. Die Kaffeeabteilung. Dementsprechend so groß, wie das hier wird,
Das Ding müssen wir jetzt noch glatt ziehen. Gut, dann weiß ich ungefähr, wie viel hier reinpasst, weil wir könnten jetzt auch Kakao nehmen oder Mais. Aber Kaffee macht ja da am meisten Sinn, also nehmen wir den Kaffee. Und jetzt... Ja, das passt so am besten. Gut, die Frage ist jetzt... Passt das so? Wir könnten hier zwei reinbauen. Das würde perfekt passen und das Ding wäre... Vier Felder, ernsthaft? Dann nehme ich die jetzt hier eins weg, baue das schon mal und hau hier hinten die 5 ran. Danke, den wollte ich gar nicht. Gut, dass du ihn gleich noch abgedatet hast, wunderbar. So wie ich es gerade nicht wollte. Sehr gut. Jetzt fehlt ein Holz. Das haben wir alles da. Bretter, also nicht Holz. Holz haben wir ja. Weil wir reden ja die ganze Zeit schon von Rum, aber das haben wir doch gar nicht. Die Rumbrennerei ist überhaupt noch nicht im Einsatz. Wir haben genug Arbeitskräfte. Alles haben wir da. Nur nicht die Leute, die das hier machen sollen. Gut, jetzt geht die Spielerei wieder los. Schauen wir mal, wie es am besten passt. Lang gezogen? Nein. Die Vierer-Variante sieht am vielversprechendsten aus. Ja. Das gefällt mir schon mal gut. Das sieht sehr gut aus. Muss das Ganze nur noch passen. Da, 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 da. Die Frage ist jetzt, stehst du im Umkreis? Sind die Bretter schon da? Danke. Holen wir noch ein paar. Da liegen wir noch rum. Steuermann? Spannt euch. Kommt ihr eh nicht durch. Sind sie gute Schwimmer? Gut so. Lass den ist der jetzt drin? Eine sterbliche Hülle verzehren. Verdammt, jetzt habe ich ihn zu früh gebaut. Sollte passen, oder? Boah, das passt schon. Warte, 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 warte. Könnte man das nicht? Ernsthaft? Es reicht nicht? Er steht nicht mit drin? Sollte passen, Roland. Ja, klar, passt. So passt es, so passt es, aber so passt es nicht gut. Passt alles. Ich hätte jetzt hier ganz gern... Ich überlege, ob ich das noch anders hinstelle. Das mit der Feuerwehr ist aber eigentlich gar nicht schlecht in der Mitte. Ich glaube, besser kriegen wir es auch fast gar nicht hin. Außerdem haben wir dann hier einen geraden Abschluss. Das Einzige, was wir machen könnten, eventuell, wäre ihn nochmal anders hinstellen. Wir haben jetzt innen drin ein bisschen Verlust von 10 Feldern. Dafür haben wir aber eine Feuerwehr drin. Und hier außen passt das aber so gut. Ja, das lassen wir alles so stehen. Bam, 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 bam. Jo, lassen wir... So, diesmal habe ich dran gedacht. Sehr schön. Nur die Arbeitskräfte haben wir nicht. Sehr gut. Wunderbar. So wie es nicht sein sollte. Das ist natürlich die Frage. Wie kriegen wir das Problem geregelt? Erstmal vorwiegend... Das Bajonett auf der Kommode zu sehen, war ein richtiger Schock.
Kriegen wir hier hinten das irgendwie noch anders geregelt? Nee, die Viererreihe bleibt ganz genauso stehen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Zack. Zack. Na gut, wenn wir das nicht anders hinkriegen, bauen wir es mit Doppelreihe. Geht halt nicht anders. Und schauen wir mal, wie viel dabei erstmal rumgeht. Wie weit die ganze Sache hier noch ausstrahlt. Also wir müssen sowieso noch einen zweiten Dings bauen. Da hilft nichts. Die Reichweite ist viel zu kurz. Stellen wir das Ding erstmal hin. Und sagen, jo. Passt erstmal. Und dann müssen wir auf jeden Fall die Alpaka-Produktion wieder anwerfen. Wo stellen wir die so lange hin? Hier ist eigentlich genug Platz. Jetzt ist ja hier unten Platz frei geworden. Alpaka, Alpaka, Alpaka. Alpakas, die finde ich so toll. Alpakas, 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 die rotzen mich immer voll. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Passt doch gut. Jetzt müssen wir nur noch genauso viel an Dings holen. Das wird nicht ganz so einfach. Feuerwehr, bevor ich die vergesse. Einfach hier erstmal rein in den Schuppen. Ja, du bist leicht überlastet. Entspann dich mal ganz kurz. Wir arbeiten gleich dran. Wir wollen das hier auch noch gut hinbekommen. Was ernsthaft, das passt nicht. Nochmal drüber schauen. Kriegen wir das mit 4 hin? Ja, aber nicht so schön, wie ich mir das denke. Na komm, ist eh nur provisorisch. Erstaunlich, was man hier so alles findet. Aber einen höllischen Durst. Sie haben an Einfluss verloren. Snocke 3. Nicht das für dich auch nach Gas? Ganz viel Liebe zum Detail, da bin ich mit dabei. Da sind Schlaglöcher, passt also auf! Passt, reicht. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alpaka-Wolle ist ein bisschen knapp, oder? Nö, sieht gut aus. Passt. Hier kriegst du ihn noch mit dazu. Sieht doch nicht ganz so übel aus. Aber die Arbeitskräfte, das wird jetzt eng. Brauchen wir ja vielleicht auch noch eine neue Kirche? Ja. Gut, kleinen Moment, wir arbeiten dran. Hier außen müsste eine neue Reihe hin. Dann müssten die hier hin. Das passt dann sehr gut. Dann könnten wir das so bauen. Dann hätten wir hier eine neue Mitte. Schön, wenn schon alles auf Kante liegt. Das passt dann. Der kommt dann hier hin. Die Frage ist, wo wir noch eine Feuerwehr hinbauen. Die Feuerwehr müsste noch mal weg. Dann könnten wir das quer bauen, wenn wir wollten. Dann hätten wir hier aber noch einen Fünfer. Der Fünfer würde aber rausgehen, wenn wir ihn dorthin stellen. Dann wären wir aber ein zu lang. Nee, wären wir nicht. Doch, wären wir. Dann kriegen wir die Abteilung nicht ordentlich hingestellt. Das ist schade. Wir können es aber auch längst nach oben bauen. Dann wird es wieder passen. Ich war auch schon im Gefecht. Ist das clever? Nein. Weil die Idee hier gefällt mir schon mal ganz gut. Das kommt auf jeden Fall hin. Brauchen wir noch eine zweite Polizei? Ja, definitiv. Ich
klar, was ich meinte mit. Es würde passen, dann hätten wir hier aber einen zu viel. Dann müssen wir den wegnehmen. Und den so bauen. Dann würde das hier aber wieder passen. Dann hätten wir hier aber das Problem, dass wir hier wieder einen Sechser hätten. Es ist nicht einfach. Es mangelt an Arbeitskraft. Wie kriegen wir das jetzt am besten gelöst? Mehr Verteilung setzen? Könnte ich ihn hochsetzen? Hätten wir es dann mit glatten Abschlüssen? Nein, hätten wir nicht. Das ist schlecht. Jetzt, wenn du mal in der Mitte einen brauchst, den hast du dann wieder nicht. Das ist wieder... Muss also doch so stehen. Weil geht nicht anders, weil hier oben muss wieder glatt sein. Dann haben wir hier die Kante, so viel ist schon mal klar. Nee, das kriegen wir nicht besser. Das heißt, maximaler Abstand ist der. Hier würde noch ein 4 oder 5 passen. Das kommt drauf an, wie wir das jetzt hier lösen. Gut. Es sei... Warte. Nein. Oder wir lassen es so. Ja klar, dann lassen wir es so. Ist doch vollkommen... egal. Da kann ich ihn sogar noch einen nach außen stellen. Das wäre super. Nö. So viel Lack haben wir da doch nicht. Hier passt nicht. Gut. Das lassen wir so. Das lassen wir so, das lassen wir so, das lassen wir so. Das kriegen wir nicht anders hin. Jetzt müssen wir nur noch hier diesen Platz benutzt kriegen. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Das musste jetzt in Druck gehen. Ja, jetzt passt zumindest das erstmal so. Schiff unter Beschuss. Musste mich jetzt mal echt konzentrieren, sonst passt das hier nicht. Manchmal geht's nicht besser. Die Frage ist jetzt, wie sieht es am besten aus und... Ja, komm. Gibt es ein paar Bäumchen mit dazu. So. Keine Sorge. Bretter haben wir. Holen wir nochmal nach. Bis die Arbeitskräfte da sind. Ach, ist das heute wieder. Dann bauen wir auf jeden Fall schon mal ein paar Schiffe. Gut. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal zwei neue Schiffe. Den Hafen. Wahnsinn, wir könnten die dicke Bertha bauen. Ja, komm zum Abschluss. Einfach nur, weil sie toll aussieht. Jetzt haben wir Verteidigung. Wenn wir jetzt überrannt werden, dann weiß ich auch nicht. Also klar, gegen eine richtig ordentliche Übermacht habe ich auch nichts zu bieten, aber die dicke Bertha, die ist doch erstmal schon mit hier mit Reparaturkran und mit allem, Humpty Dai und Rumsdibums, ist das Ding doch schon mal richtig was wert. Gut, rum schon angeliefert worden? Wahrscheinlich nicht, aber wir schmeißen es schon mal an. Ja, wir schmeißen es an. Komm. Ich sehe da keine Schwachstelle. Gut, ist ja eh nicht so viel, was wir an rum brauchen, aber... Wir haben erstmal enorm was geholt. Das wird unsere ganze finanzielle Lage jetzt enorm verbessern, sobald das hier alles richtig angelaufen ist. Dann brauche ich meine Hebehüden hier überall noch. Und jetzt bauen wir das hier noch fertig. Halt. Nee, das kriegen wir nicht, aber das kriegen wir so. Denn hier ist dann noch eine Ecke frei. Das so. Ist es wirklich so weit gekommen? Halt. Hier lässt sich noch was rausholen. Warte. Zack. Zack. Wir brauchen nämlich noch die Kirche. Muss hier auf jeden Fall noch stehen.
Und die kommt da perfekt rein. Ja, ist gut so. Lassen wir so. Perfekt. So oder so, so oder so. Ach komm, ist mir egal. Bau einfach hin, dass das fertig wird. Admiral auf der Brücke. Bisschen schön wird's auch. Den Spielstand will ich nämlich ganz gerne behalten. Schiff unter Beschuss. Entspann dich. Jetzt sind noch die Häuser gebaut. Roms. Sehr schön. Lass ihn in Ruhe. Alles ist super. Kirche gebaut. Wunderbar. Haben wir doch heute doch einiges geschafft. Vor allen Dingen die Rumproduktion läuft jetzt an. Halt, ich muss vielleicht mal eine Sperre einbauen. Komm, den Hafen verbessern wir noch. So viel Geld haben wir. Wo ist mein Rum? Rum. Komm schon, die Leute warten. Ich würde ja mal ganz schneller machen. Da. Mindestbestand 100. Gut, Arbeitskräfte sind gleich im Plus. Damit wäre das Problem auch erstmal erledigt. Eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Und dann müssen wir beim nächsten Mal Schokolade hier anfangen. Zucker haben wir nämlich da. Dann geht's damit weiter. Aber ansonsten haben wir doch erstmal ein ganz, ganz ruhiges Leben jetzt. Die Items kommen langsam rein, siehst. Es gibt immer was zu tun. Ganz vergessen heute. Was gibt Schönes? Sehr gut. Kunstdünger Baumwolle. Damit können wir nicht so viel anfangen mit der ganzen Tiermedizin. Kriegen wir die Zweier? Ja, so ist gut. Die braucht auch gleich rum. Super. Und gerade da gleich weggenommen. Klasse. Damit hören wir auf. Reicht für heute.